Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Meditation für Kinder. Inspiriert von diesem Buch und auch angeleitet von diesem Buch habe ich eine kleine erste Meditation für Kinder aufgenommen, die inspiriert ist von der Herangehensweise des Autors. Ich verlinke euch das Buch und auch das ausführliche Video zum Buch nochmal unten in der Infobox und wünsche euch und euren Kindern ganz, ganz viel Spaß mit dieser ersten Meditation, um vielleicht erste Meditationserfahrungen zu sammeln und vielleicht motiviert und inspiriert zu sein, dann mit Hilfe dieses Buches weiter fortzufahren. Schau mal, ob du dich gerade lieber hinsetzen oder hinlegen möchtest. Schau, dass dein Po auf jeden Fall ganz nah am Boden ist und dass du eine gerade Wirbelsäule hast. Und jetzt nimm mal drei ganz, ganz tiefe Atemzüge. Stell dir vor, wie du einen Ballon in deinem Bauch hast. Und dieser Ballon muss jetzt aufgepustet werden. Also holst du ganz tief Luft, damit sich dein Bauch ganz weit aufbläht. Und dann atmest du langsam alle Luft wieder aus. Und noch einmal den Ballon in deinem Bauch aufblasen und die Luft wieder rauslassen. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen und lang wieder ausatmen. Und jetzt kann dein Atem wieder ganz normal fließen. Lass ihn einfach kommen und gehen, wie er gerade möchte. Und spür mal, wie die Luft in deine Nasenlöcher eintritt und deinen ganzen Körper von innen erfrischt und wie die Luft dann später ein bisschen wärmer wieder austritt. Dafür musst du nichts tun. Du atmest ganz von selbst. Spür noch einmal, wie die Luft durch deine Nasenlöcher eintritt, dein Innerstes erfrischt und ein bisschen wärmer wieder austritt. Und jetzt guck mal, was gerade mit deinem Mund passiert. Den kannst du so ein bisschen geöffnet haben. Und deine Zunge, die entspannst du jetzt und legst sie ganz locker auf deinen Unterkiefer. Und jetzt schenke ich dir eine Aufmerksamkeitslaterne. Und mit dieser Laterne wandern wir jetzt durch deinen ganzen Körper. Und schauen mal, wie es den verschiedenen Körperteilen so geht. Zuerst gehen wir mit der Aufmerksamkeitslaterne zu deinem Kopf. Leuchten da mal alles aus. Schauen, dass der Kopf sich ausruhen kann, entspannen kann. Und fühl mal nach, wie es deinem Kopf gerade geht. Ist er sehr aufgeregt oder ruhig? Springen da wilde Äffchen drin herum? Oder schnarchen ein paar große Bären? Mit der Aufmerksamkeitslaterne laufen wir dann durch deinen Hals hinunter zu deinen Schultern. Jetzt guck mal, ob die Schultern sehr angespannt sind oder ob die locker sind, ob die hart oder weich sind. Und dann gehen wir mit der Aufmerksamkeitslaterne in deinen rechten Arm, den ganzen Weg
hinunter bis zu deiner rechten Hand. Wir schauen uns auch jeden einzelnen Finger deiner rechten Hand an. Vielleicht kribbelt es jetzt irgendwo ein bisschen oder es wird ganz warm. All das zeigt dir die Aufmerksamkeitslaterne. Und dann gehen wir rüber in den linken Arm. Vom Oberarm zum Ellenbogen und über den Unterarm bis in die linke Hand und zu jedem Finger der linken Hand. Und jetzt geh mal mit der Aufmerksamkeitslaterne in deinen Brustraum, da wo dein Herz sich befindet. Und schau mal, wie es dort gerade ist. Kannst du deinen Herzschlag spüren? Ist er schnell oder langsam? Ist dein Herz gerade laut oder leise? Dann gehen wir mit der Laterne in deinen Bauch und leuchten mal den ganzen Bauchraum aus. Gibt es da vielleicht eine Stelle, die zwickt oder zwackt? Oder fühlt sich dein Bauch gerade gut an? Warm und weich? Und dann gehen wir weiter mit der Aufmerksamkeitslaterne in dein rechtes Bein. Erst wieder durch den rechten Oberschenkel zum Knie, den rechten Unterschenkel hinunter bis zum rechten Fuß. Ist dein Fuß gerade warm oder kalt? Kribbelt es irgendwo? Und jetzt gehen wir noch mit der Aufmerksamkeitslaterne durch dein linkes Bein. Leuchte alles schön aus, den linken Oberschenkel, das linke Knie, den linken Unterschenkel und den linken Fuß. Und sag mir mal, ob der linke Fuß kalt oder warm ist. Aber vielleicht ein bisschen kribbelt. Und jetzt beenden wir unsere kleine Übung. Und als allererstes atme wieder ganz, ganz tief in deinen Luftballon in deinem Bauch ein. Und wieder aus. Und nochmal tief einatmen in den Bauch. Und ausatmen. Jetzt schau mal, wie du gerade sitzt oder wie du liegst. Spür mal auf deiner Unterlage nach. Kannst du gerade was in deinem Mund schmecken? Hörst du was oder riechst du was? Und jetzt mach mal ganz kleine Bewegungen mit deinen Fingern und deinen Zehen. Lass die mal wieder wach werden. Wie so eine kleine Katze, die sich streckt, um wieder wach zu werden. Du kannst die Schultern kreisen, du kannst dich räkeln, kannst die Arme in die Höhe strecken. Und wenn du deinen Körper jetzt auch wieder wach bekommen hast, kannst du jetzt gerne die Augen wieder öffnen. Du hast es ganz, ganz toll gemacht. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.